Bitte. Klum gegen Kowalski. Vor dem Arbeitsgericht Stade trafen sich Simone Kowalski und Günther Klum. Grund, sie soll für konkurrierende Arbeitgeber gemodelt haben, während sie noch bei Klums Firma angestellt war. Speziell ging es um ihr Playboy-Shooting für die Mai-Ausgabe 2020. Kowalski war jedoch der Meinung, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits gekündigt hatte. Also erstmal ist die Frage, das ist immer eine grundsätzliche Frage bei diesen Auskunftsansprüchen, ob das Arbeitsverhältnis überhaupt noch besteht. Ob also Frau Hartzeil tatsächlich verpflichtet ist, sich Wettbewerbstätigkeiten oder Konkurrenztätigkeiten zu enthalten. Das ist eine grundsätzliche Pflicht, die immer in Arbeitsverhältnissen besteht, als Nebenpflicht. Besteht aber das Arbeitsverhältnis nicht mehr, besteht natürlich auch diese Pflicht nicht mehr. Das ist eine Frage, die quasi inzident im Rahmen des Rechtsstreits auch zu klären sein wird. Diese Klärung dauerte 2,5 Stunden, war tränenreich und emotional. Klums Anwalt beteuerte, dass sein Mandant sich nichts zu Schulden kommen lassen hat. Wir hoffen einfach auch eine öffentliche Klarstellung, dass er alles richtig gemacht hat, dass ihm keinerlei Vorwürfe zu machen sind. Das ist das, was uns am meisten stört. Dass die Verträge wirksam sind, dass es keine Knebelverträge sind, was er immer wieder behauptet wird. Und das hat das Gericht auch relativ deutlich schon gesagt. Und dass er sich hier nicht für etwas verantworten muss, was er nicht getan hat. Während des Prozesses zitterte Simone am ganzen Körper, verließ mehrmals den Raum. Die Verhandlungen mussten unterbrochen werden. Das ist natürlich traurig, also das bricht das Herz, ne? Sie will einfach normal leben und frei zu sein und für sich selber entscheiden. Am Ende des langen und tränenreichen Tages konnten sich beide Parteien aber einigen, und zwar auf einen Vergleich. Als es danach weiterging, kam es zu einer Einigung zwischen den Parteien. Sie haben sich auf einen Vergleich geeinigt. Der Vorschlag kam vom Anwalt der Klägerseite, von Günther Klums Anwalt. Er schlug vor, dass Simone bis zum 30.11.2020 offiziell angestellt war. Das heißt, der Vertrag wurde aufgelöst. Sie bekommt bis zu diesem Zeitpunkt ihr gesamtes Gehalt ausgezahlt. Ihr Bruttogehalt betrug 6.000 Euro. Gleichzeitig soll sie aber das Nettogehalt, was sie vom Playboy für das Shooting bekommen hat, an die Heidi Klum GmbH und Co. KG zahlen. Diese wiederum will das an ein Kinderhospiz spenden. Günther Klum hat versprochen, dass er das noch vor Weihnachten tun wird. Simone hat dem Vorschlag zugestimmt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.